Hallo Handballfreunde, herzlich willkommen zum HBF-Magazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie gewohnt präsentieren wir euch heute Spielszenen und Interviews aus der vergangenen, wirklich packenden Woche der ersten Handball-Bundesliga. Los geht es mit der Mittwochspartie HC Leipzig gegen die HSG Blomberg-Lippe, in der der HCL einen souveränen Heimerfolg einfahren konnte. Keine Punkte in der Fremde. Die HSG Blomberg-Lippe verliert beim deutschen Meister in Leipzig mit 24:27. Der HCL dominierte das gesamte Spiel und konnte gegen Ende der Partie mit ihren jungen Nachwuchsspielerinnen wieder einiges ausprobieren. Ich finde, dass wir waren sehr gut in unserer Deckung und spielen eine sehr vernünftige Konterspiel in der ersten Halbzeit. Da gehen wir mit 6 Toren weg, gehen dann auch in der zweiten Halbzeit etwas weiter weg und dann treffe ich halt die Entscheidung, dass ich will probieren, einige von den jungen Leuten zu testen und eine Chance zu geben. Und das haben wir gemacht. Und dann kommt Blomberg ein bisschen näher dran. Aber der Sieg war eigentlich nie so richtig in Gefahr. Ich fand, dass wir aus dem Rückraum heute vielleicht zu oft flach und zu schlecht geworfen haben. Da war die Quote zu schlecht. Dann ist es auch für alle anderen Positionen schwierig. Ansonsten muss man hier geduldig spielen, muss lange Angriffe spielen. Das hatten wir uns vorgenommen, das haben wir so gemacht. Wir haben am Ende die Möglichkeit genutzt, das Ergebnis zu korrigieren, als Leipzig gewechselt hat. Das haben wir auch gut gemacht. Waren zufrieden nach Hause. Also wir haben eine gute Abwehr gespielt, bis zur 45. Minute haben die 16 Tore gemacht. Also das spricht natürlich für unsere Abwehr. Wir sind gut zurückgelaufen, wir haben eigentlich keine Mittel gegen uns gesehen im Angriff. Also unsere Abwehr war der Schlüssel zum Erfolg. Ja. 7 der 27 Leipziger Treffer markierte Carolina Kudlatsch. Auf Seiten der Blombergerin war Sabrina Richter mit 8 Toren am erfolgreichsten. Nach dem Spiel gaben beide Mannschaften je eine Personalmeldung bekannt. Maura Visser wechselt vom dänischen Club KIF Wehen zum HCL. Die holländische Nationalspielerin unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2013. Und Katja Langkeit wechselt von Blomberg nach Buxtehude. Auch die 27-jährige Linksaußen unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2013. Bleiben wir beim BSV und kommen wir zum Spitzenspiel Buxtehude gegen den Thüringer HC. Auch dieses Spiel hatte einen Gewinner, und zwar den Handball. So jedenfalls THC-Trainer Herbert Müller nach dem Spiel. Mehr dazu jetzt vom Buxtehuder Tageblatt. Schluss aus, vorbei, das Spitzenspiel der ersten Handball-Bundesliga der Frauen. Hier in Buxtehude jubeln die Gäste. 27:24 gewinnt der THC am Ende eines wirklich spannenden Handballspiels hier in der Halle Nord. Das Spiel begann gut für den BSV. 3:1 und 7:5 hieß es in der ersten Halbzeit. Dann erst wachten die Gäste auf. Das Team von Herbert Müller ging mit 11:8 in Führung, führte dann zur Halbzeit mit 15:12 und sah dann schon fast wie der sichere Sieger aus. Dann allerdings kämpfte sich der BSV wieder heran, machte aus dem 14:17 nach der Pause ein 21:19 und hatte dreimal die Chance, sogar höher in Führung zu gehen und somit das Spiel für sich zu entscheiden. Aber es kam anders. Kerstin Wohlbold mit ihren 10 Treffern und Katrin Engel mit ihren 7 aus dem Rückraum vom THC waren dafür verantwortlich, dass am Ende der Thüringer HC in Buxtehude mit 27:24 gewinnt. Woran hat es genau gelegen, dass das Team nach 21:19, nachdem es so gut wieder zurückgekommen ist in die Partie nach dem Rückstand, dann den Faden verloren hat und so viele Bälle auch weggeschenkt hat? Ja, ich denke, dass es schon auf Thüringer Seite mehr Möglichkeiten gibt zu tauschen. Da ist die Breite unseres Kaders von der Qualität nicht so hoch auf diesem Niveau. Und das hat man gemerkt, dass dann einfach auch Schwächephasen kommen, dass wir leichte technische Fehler gemacht haben, aber auch Chancen einfach nicht genutzt haben. Und die muss man gegen so eine Spitzenmannschaft, die einem nominell überlegen ist, konsequenter nutzen. Dann hat man auch die Chance, am Ende einen Punkt oder sogar 2 mitzunehmen. Ich denke, es hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Es waren 2 Top-Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Und am Schluss hat einfach das Quäntchen Glück auf unserer Seite gelegen. Unsere Torhüterin hat noch ein paar gute Bälle gehalten. Wir haben sie reingehauen und ja, dann geht es halt doch mal 3 für die eine Mannschaft aus. Und Gott sei Dank dann für uns. Bei 21:19 kommt dann ja wirklich in den Kopf, Alter, wir können dieses Spiel heute gewinnen. Ja, und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht wirklich so einen gewissen Tata bekommt. Es hat am Ende nicht gereicht. Wir haben eben diese 2, 3 Bälle weggeworfen, Chancen vergeben. Und ja, Thüringen macht die Dinger rein und dann stehen wir leider als Verlierer heute da.
Wer sich diese Werbung für unseren Sport noch einmal anschauen möchte, kann dies gerne tun. Das komplette Spiel steht auf der Seite bsv-live.tv zum Abruf zur Verfügung. Eine wohl nicht ganz so hochklassige, womöglich aber noch packendere Partie bekamen die Zuschauer in der Arena Trier zu sehen. Hier kämpften die Trierer Miezen gegen den VfL Sindelfingen um Punkte für den Klassenerhalt. Dabei sah es auch lange so aus, als könnten sie diese erzielen. Die dramatischen Schlusssekunden wird man in Trier aber womöglich noch sehr lange in ganz schlechter Erinnerung behalten. Den letzten Treffer in diesem Handballkrimi kann man auch wirklich nur als dramatisch bezeichnen. Marielle Bohm trifft mit dem Schlusspfiff nach diesem Wurf über das gesamte Spielfeld die gegnerischen Maschen und so ist der Jubel auf Seiten der Sindelfingerinnen groß. Dabei sah in der ersten Halbzeit alles nach einer klaren Angelegenheit für die Gastgeber aus. Die Miezen gingen früh in Führung, präsentierten sich in Topform und konnten die ersten 30 Minuten, obwohl der VfL das Ruder zwischenzeitlich rumreißen konnte, mit 15:11 für sich entscheiden. In der zweiten Hälfte des Spiels bot sich dem Zuschauer zu Anfang ein ähnliches Bild. Die Sindelfingerinnen zeigten sich zwar wenig beeindruckt von der zwischenzeitlichen 4-Tore-Führung, schafften es aber bis zur 48. Spielminute nicht, den Ausgleich herbeizuführen. Iris Kartarius sorgte schließlich mit diesem Treffer zum 20:20 dafür, dass die letzten 10 Minuten noch einmal richtig spannend wurden. Carsten und Popovic brachten ihre Trieramizen durch diese Treffer erneut mit 24:22 in Führung. Doch die Sindelfingerinnen behielten die Nerven und erkämpften sich eine Minute vor Schluss den 25:25 Ausgleich. Somit geht der knappe 26:25 Sieg über Trier durchaus in Ordnung. Beste Werferinnen des Spiels waren Popovic und Carsten für Trier mit jeweils 6 Treffern. Marielle Bohm traf 7-mal für den VfL. Nach dieser schmerzlichen Niederlage wird es für die Miezen in puncto Klassenerhalt immer enger. Sie sind nun schon fast gezwungen, am Wochenende in Göppingen zu gewinnen. Sindelfingen hingegen konnte den eigenen Abwärtstrend stoppen und Punkte für das Erreichen der Playoffs sammeln. In diese wollen auch Blomberg und Frankfurt einziehen. Beide Mannschaften standen sich am Wochenende im direkten Duell gegenüber. Zu rechnen war mit einem äußerst engen Spielverlauf. Zur Freude der Zuschauer sollte es allerdings ganz anders kommen. Schaut man sich die letzten 4 Spieltage an, kam der Favorit dieses Spiels sicherlich aus dem Oderland. Aber das ist eben auch nur eine Statistik, es zählt nur, was auf der Platte geschieht. Und auch da sah es zunächst ganz gut aus für die Frankfurterin. Nach 13 Minuten führten sie durch diesen Treffer von Mandy Hering mit 6:4. Doch danach wechselten die Führungen. Dank einer 5:1 Abwehr der Blombergerinnen konnte Katja Langkeit die FAC-Torjägerin Franziska Mietzner ausschalten und so das Angriffsspiel der Frankfurterinnen durcheinander bringen. So verunsichert scheiterten die FAC-Spielerinnen auch bei 3 von 5 7-Meter-Möglichkeiten. Und trotzdem war mit dem 13:12 zur Halbzeit noch alles offen. Die zweite Halbzeit gehörte dann aber den Blombergerinnen. Die Abwehr stand immer besser und vor allem der Angriff konnte das nun noch nutzen. Mit hohem Tempo warfen sich Furs Frauen in Front. Die Gäste waren gebrochen und hatten ihren Gegnerinnen nichts mehr entgegenzusetzen. Letztlich gewann Blomberg mit 38:27. Am erfolgreichsten war Sabrina Richter mit 11 Treffern und für Frankfurt konnte erneut Franziska Mietzner mit 7 Toren die meisten Treffer für sich verbuchen. Frankfurts Siegesserie ist also gerissen. Vielleicht ein Anlass für Göppingen doch nochmal auf die Playoffs zu schielen? An diesem Wochenende sollte es allerdings für die Frischau-Frauen äußerst schwer werden, Punkte für diese einzufahren. Göppingen trat beim VfL Oldenburg an, der zuletzt 4 Spiele in Folge nicht verloren hatte und dabei sogar gegen Leipzig und Thüringen bestehen konnte. Andererseits hatten die Frischau-Frauen ja selbst vor wenigen Wochen dem THC einen großen Kampf geliefert. Ob es auch gegen den VfL dazu reichen sollte? Zumindest die erste Halbzeit der Partie zwischen Oldenburg und Göppingen war recht ausgeglichen. Die beiden Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und obwohl der VfL immer wieder die Führung übernahm, ließen sich die Frischau-Frauen nicht so recht abschütteln. In der 10. Minute stand es 5:5 durch diesen Treffer von Joyce Hilster. Die Gastgeber schafften es allerdings, sich bis zur 23. Minute auf 13:9 abzusetzen. In einem nun sehr kampfbetonten Spiel konnten die 1170 Zuschauer mitverfolgen, wie die Göppingerinnen diesen Vorsprung bis zur Pause auf 15:14 zusammenschrumpfen ließen. In der zweiten Hälfte der Partie stellten die Oldenburgerinnen jedoch schnell klar, dass sie sich keine Punkte klauen lassen wollten. Nach dem 16:16 durch Birute Stellbrink in der 32. Minute schafften es die Gastgeberinnen, sich immer weiter abzusetzen. Die Frischau-Frauen wirkten zunehmend müde und wurden immer häufiger ausgekontert. Eine Viertelstunde vor Schluss stand es bereits 26:19 für Oldenburg und trotz aller Bemühungen konnte Sindelfingen das Blatt in der Endphase nicht mehr wenden. Oldenburg gewinnt verdient mit 34:28. Erfolgreichste Schützin der Frischau-Frauen war Birute Stellbrink mit 8 Treffern. Laura van der Heijden und Lydia Jakubisova trafen für den VfL ebenfalls 8-mal.
Oldenburg ist damit jetzt schon seit 5 Ligaspielen ungeschlagen und bewahrt sich die Chance, noch vor Beginn der Playoffs ins obere Tabellendrittel vorzustoßen. Göppingen bleibt an der Spitze des unteren Tabellendrittels hängen und hat damit weiterhin die Nordheide-Luchse aus Rosengarten-Buchholz im Nacken. Diese empfingen am Wochenende die Elfen aus Leverkusen. Die Rollen waren also klar verteilt. Die Nordheide-Luchse sollten aber wie schon im Hinspiel einen couragierten Start hinlegen. Wieder hatten die Nordheide-Luchse einen Favoriten vor der Brust und wieder machten sie es ihren Gegnerinnen nicht einfach. Mit einem 4:0 warfen sich die Nordheide-Luchse in Front. Also nicht unbedingt ein idealer Start für die Elfen, um die 2 Punkte mit nach Hause zu bringen. Bereits nach 4 Minuten musste Renate Wolf ins Spielgeschehen eingreifen. Und das zahlte sich aus. Nach 10 Minuten konnte Garcia den Anschlusstreffer zum 5:4 erzielen. 5 Minuten später gingen die Gäste dann das erste Mal durch diesen Treffer von Anne Jochin in Führung. Die Elfen hatten nun ins Spiel gefunden und gingen mit einer deutlichen 16:12 Führung in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Elfen keine Aufholjagd der Nordheide-Luchse mehr zu. Mehr als 3 Treffer kamen die Gastgeberinnen nicht mehr heran. In der Schlussphase spielten die Gäste noch einmal ihre ganze Dominanz aus. Mit 5 Treffern in Folge und einer starken Clara Woltering im Tor fuhren sie am Ende die Punkte klar und verdient ein. Laura Steinbach ist nicht nur mit 6 Treffern erfolgreichste Werferin ihres Teams, sondern konnte auch die 100-Tore-Marke durchbrechen. Die meisten Tore für Rosengarten erzielte Natascha Kotenko. Zusammen mit dem Pokalspiel gegen Frankfurt war dies nun schon die 6. Niederlage der Nordheide-Luchse in Folge. Dennoch hat man das Gefühl, dass die Niedersächsinnen für die anstehende Partie bei der SG BBM Bietigheim gut gerüstet sind. Die SG BBM selbst trat am gestrigen Nachmittag beim HC Leipzig an. Wie zu erwarten war, war dies kein Spiel, um sich Selbstvertrauen für die Partie gegen Rosengarten zu holen. Mehr dazu im folgenden Beitrag der Leipziger Volkszeitung, der sich auch ein wenig mit den Personalplanungen des HCL befasst. Als Favorit war der HCL gegen den Ligaletzten aus Bietigheim gestartet. Und gleich von Beginn an standen die Zeichen auch auf Sieg. 39:20 stand am Ende auf der Anzeigetafel. Ich sag mal, wir haben gut angefangen, haben denen die Grenze sofort aufgezeigt, dass sie auch wirklich hier keine Chance haben. Und ja, haben denen am Anfang schon die Schneid abgekauft. Das war unser Plan, das haben wir gut erfüllt. Ja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen, ja. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, die Angriffe länger auszuspielen und so weiter, aber es war nicht so möglich, weil es haben sich so viele Lücken schon von vornherein aufgetan, dass, ja, es war einfach nicht möglich, lange Angriffe auszuspielen. Wir wollten keine Kontertore kriegen, haben wir auch weitestgehend verhindert und wir wollten eigentlich unter 20 Tore bleiben. Das haben wir nicht geschafft, leider, aber ich denke, im Großen und Ganzen war es in Ordnung. Heute war das sehr, sehr toll zu sehen, wie die Mädels sich konzentriert haben und nicht so viel nachgelassen hat, besonders in erster Halbzeit, und hat das sehr gut runtergespielt. Zweite Halbzeit verlieren wir dann phasenweise ein bisschen der Konzentration, aber muss ich auch sagen, das ist normal in solchen Situationen. Da ist es richtig schwierig, sich immer wieder hoch zu schaufen im mentalen Bereich. Ich bin eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Verlauf von den Tag heute. Während es bereits Vertragsverlängerungen und sogar eine Neuverpflichtung gegeben hat, warten 2 Spielerinnen des HCL noch auf Verhandlungen mit dem Verein. Also wir haben noch keine Gespräche geführt. Ich denke, das wird alles nächste oder übernächste Woche über die Bühne gehen. Wir haben ausgemacht, dass wir uns Ende Januar zusammensetzen. Das kommt jetzt dann. Also ich denke, da wird es in nächster Zeit dann noch eine Meldung geben. Nee, ist nicht spruchreif. Nein. Kann ich nicht so sagen. Ist natürlich auch sportliche Bedingungen. Okay, wie sieht das aus? Kann ich viel Spielzeit kriegen und solche Dinge? Aber wir gucken uns das an mit den beiden zusammen. Und dann werden wir eine Lösung finden, die gut passt für HC Leipzig und natürlich auch für den beiden. Mal schauen, was bei diesen Gesprächen herauskommt. In der Partie gegen Bietigheim markierte Anja Rösler zumindest 7 Tore und war damit zusammen mit Carolina Kuttlatsch die erfolgreichste Torschützin des HCL. Für Bietigheim traf Lana Holder am häufigsten. Sie markierte 10 Treffer. Schauen wir uns nach den Spielberichten wie gewohnt jetzt noch einmal die Ergebnisse an. Bereits am Mittwoch konnte der HC Leipzig die HSG Blomberg-Lippe mit 27:24 schlagen. Im Spitzenspiel setzt sich der Thüringer HC beim Buxtehude SV ebenfalls mit 27:24 durch. In der Partie Rosengarten-Buchholz gegen Bayer Leverkusen unterliegen die Luchse den Elfen mit 22:30. Der HC Leipzig setzt sich zu Hause gegen die SG BBM Bietigheim deutlich mit 39:20 durch. In der Partie Trier gegen Sindelfingen unterliegt Trier in der Schlussphase mit 25:26. Die HSG Blomberg-Lippe kommt zu Hause zu einem deutlichen 38:27 Heimerfolg über den FAC Frankfurt-Oder. Und der VfL Oldenburg schlägt frisch auf Göppingen mit 34:28.
Damit ergibt sich folgendes Tabellenbild. Der THC kann gegen den BSV die Tabellenspitze verteidigen und scheint somit gut gerüstet für das anstehende Heimspiel gegen den HCL. Dieser hat vom BSV den zweiten Tabellenplatz übernommen, hat allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Auf den Plätzen 4 und 5 liegen unverändert Oldenburg und Leverkusen. Mehr Abwechslung bieten da Blomberg, Frankfurt und Sindelfingen. Sindelfingen ist zurück auf Platz 6, Blomberg schiebt sich vor auf Platz 7 und Frankfurt fällt zurück auf Platz 8. Auf den Plätzen 9 und 10 folgen weiterhin Göppingen und Rosengarten. Eng wird es langsam nicht nur für Schlusslicht Bietigheim, sondern auch für die Miezen aus Trier. Die absolute Spitzenpartie des kommenden Spieltages ist die Begegnung zwischen dem Thüringer HC und dem HC Leipzig. Zu diesem Spiel werden wir uns voraussichtlich persönlich aufmachen und euch dann am kommenden Montag spannende Eindrücke präsentieren. Eine Woche später machen wir uns dann auf zu der Champions League Begegnung zwischen Leipzig und Larvik. Im direkten Anschluss an dieses Spiel findet dann auch noch das All-Star Game der Toyota Handball Bundesliga statt. Für diese beiden Superspiele schmeißen wir jetzt einfach mal 2 Tickets ins Rennen. Wie ihr diese gewinnen könnt, ganz einfach über überzeugt uns mit eurer Leidenschaft und eurer Kreativität. Schreibt uns auf unserer Facebook-Seite, warum gerade ihr diese Tickets gewinnen solltet und wovon wir euch in der anschließenden Woche berichten sollten. Wer der Gewinner ist und womit dieser uns überzeugt hat, das erfahrt ihr dann am kommenden Montag im HBF-Magazin. Klickt also wieder rein. Bis dahin, macht's gut!